tolles Unboxing. Und zwar darf ich vorstellen diesen Visiotron 4-Kanal. Über Wi-Fi kann man den FPV fliegen. Und wollen wir uns jetzt gemeinsam angucken von der Firma Paincode. Kann man den bestellen. Knapp 50 Euro mit Wi-Fi und HD-Kamera. Und ja, viel Spaß, bleibt dran. Packen wir erstmal aus. Karton ist durch den Transport leider etwas zerteilt. Ja, hier habe ich die Anleitung. Einmal komplett in Englisch alles. Ich lade hier mit 3A-Batterien, muss ich die Fernbedienung bestücken. Und hier wird dann über USB aufgeladen. Dann die Batterie hier eingesteckt. Und mit Propellerschutz hin, montieren, um ihn nicht kaputt zu machen. Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Hier der Propellerschutz, jetzt gucken wir uns mal den selber an und seht, wie er so ähnlich ausschaut. Und zwar nämlich der Mavic Pro. Den klappe ich einfach so aus hier. Nicht schlecht. So, hier ist irgendwo der Akku drin verbaut. Genau. 3,7S. 900 mAh. Ich fange schon zu blinken, schalte mal lieber aus. Vorne habe ich die Linse dran, die ich wahrscheinlich noch verstellen kann, hier die Linse. Also sieht nicht schlecht aus. Ja, hier die Fernbedienung. Und zwar ist das mit Höhensensor. Hier kann ich landen lassen, Foto machen, Film machen. Hier starte ich eine rechte Notschalterknopf. Hier Ersatzrotor, Propeller noch dabei. Eben hier die Propellerschutz, den Propellerschutz, den ich hier montiere. Und noch Schraubendreher und noch ein Ladekabel mit Mini-USB, wo ich den Akku dann hier, der drin schon professionell verbaut ist, denn da wird nämlich nicht nur ein bisschen geladen sein, dann aufladen kann. Hier kann ich den nicht aufladen. Und kann dann hier diesen Propellerschutz einpacken. Schon mal nicht schlecht. Bin dann so optimal geschützt. So, ja, den muss ich ja dran aufladen. Und zwar habe ich hier eine Mini-USB-Buchse. Stecke ich dann hier rein und das werden wir jetzt auch gleich machen. Dann zum Testflug dann starten können. Ja, hier nochmal die Fernbedienung. Hier wird getrimmt. Hier startet man dann, die ganze Sache ein, kann den sogenannten Headless-Modus machen, das heißt, wenn der Kopf auf mich zufliegt, wird er immer so fliegen, wie ich das möchte, wenn ich nach vorne fliege und er dreht sich noch zu mir zu und ich drücke nach vorne, fliegt er auch nach vorne, obwohl das Heck zu mir, die Dings zu mir zeigt, das macht es für den Anfänger einfacher. Ja. Hier kann ich mal Speed geben und hier die ganze Sache zum Flippen bringen. Ja, hier kann ich nochmal Autotrümmen-Funktionen machen, das ist schon mal ausrichtet. Und ich habe hier noch den App für das Handy und den muss ich mal herunterladen und kann mir dann quasi dann das Live-Bild aufs Handy drauf holen. Hier kann ich auch irgendwie noch eine USB-Karte hier einstecken, eine kleine. Dann gleich dann quasi die Sache auf dem Bild, auf der Karte drauf und keine Übertragungsstörungen. Ja, sieht aus wie der Mavic Pro und schauen wir mal, ob er auch so fliegt.
Okay, bis dahin erstmal. Ja, herzlich willkommen wieder hier jetzt zum Flugtest des neuen Quadrocopters. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen gleich an. Ja, alles schön eingepackt, erstmal die Fernbedienung. Und hier dieser Quadrocopter. Schön kompakt, passt zusammen. Und zack, zack. Zack, zack, schon fertig ist die Laube. Ja, hier ist die Kamera drin. Die können wir hier im Winkel ein bisschen einstellen. Ich stelle es ein bisschen schräg. Pack hier den Objektivschutz ab. Die Linse nicht zerkratzt. Hier ist noch eine Speicherkarte drin. Vorhin gerade reingesteckt. Und wie es hier will. Und hier drin ist nochmal der Akku drin. Zwar hat er richtig viel Kapazität, schon ein Zelldepot, also mehr als das, was so üblich ist. 900 mA, 3,7 Volt, steckt man einfach hin rein und hier wird drüber geladen. Ja, man schaltet erst das Teil hier ein. Und dann kann man hier, klappt mir die Sache aus. Hier passt wunderbar das Handy rein, ist flexibel hier. Heim und frei, passt auch fest, ist fest hier drin. Und schalte das hier ein. Jetzt muss ich mal ein bisschen höher gehen. So, hier das Einschalten. Das ist bestätigt. Das WLAN einschalten. Und hat sich schon verbunden. So, und dann das dementsprechende App hier mal raussuchen. So, das hier. Geh auf Play. Und schon hat er hier die ganze Sache. Ich habe 3%, 60%, 100%. Wenn ich an der Kamera vorne rangehe, ein bisschen höher gehen, tiefer gehen. Ja, coole Sache. Ich kann hier verschiedene Sachen einstellen noch. Wenn ich es auf dem Kopf haben will, das Handy verkehrt rum habe. Oder hier mit der Brille, Videobrille, das heißt mit dieser, wo mein Handy mit der Google-Brille, das heißt, wenn ich, wo ich das Handy quasi in die Brille einspanne. Wunderbar, eben halt genau die Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Jetzt sind wir zurückgegangen. Und hier kann ich nochmal den Heatless-Modus einschalten, hier das Ganze nochmal Kreisel und so weiter und so fort. Ja, gerade ein bisschen Sonne. Hier kann ich starte ich und lande ich die ganze Sache. Hier kommt er mit zu mir zurück, kann ich ein Foto starten, einen Film starten und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Hinten drauf kann ich Geschwindigkeiten einstellen und hier nochmal flippen. Okay. Und hier habe ich ihn schon drin. Steht mal hier in der Luft, zieht ein bisschen nach links. Trimmt die ganze Sache. Kommt sie wieder zu mir. Ganz normal, wenn ich jetzt fliege, dass er hier mir da ein bisschen rumzieht. So, jetzt probieren wir erstmal die Home-Taste aus. Mal, wenn nicht so richtig funktioniert. Okay. Ja, wie gesagt, den Heatless-Modus einschalte. Das heißt, ich kann den Kopter drehen, wie ich will. Er kommt immer zu mir zurück. Halt für Anfänger gerade angenehm. Die Kamera zeigt zu mir. Er gibt mir auch so ein Piepsignal.
mehr zurück hier. Das heißt, ich kann ja eigentlich entspannt fliegen. Jetzt schalte ich ihn aus, jetzt muss ich gerade umgekehrt fliegen. Und ich habe hier schon ein bisschen Wind, das heißt, ich gebe mir einfach mehr Geschwindigkeit, dass einfach mehr besser reagiert. Okay, wir machen mal ein Foto. Ich habe halt leider etwas Wind hier, das ist ein bisschen dumm. Ein Foto. Er liegt wirklich ganz ruhig in der Luft. Und jetzt mache ich einen Film. Wir haben ein super klares Bild hier. Ich kann hier perfekt FPV fliegen. Wirklich sehr einfach. Abgestürzt im Gras.